Vergiss den Schirm, Frau Kistner, Sie müssen morgen um 8 Uhr in der Maske sein. Ja? Um 7:30 Uhr holen wir Sie dann ab. Ach du meine Güte, also dann geht's schnell. Es war wieder mal fantastisch. So, jetzt werden wir auch noch rausgeschmissen. Wieder sehen. Wieder sehen. Servus. Wieder morgen. Wieder. Ja, bis morgen dann. Schlecht gelaunt? Nicht im Geringsten, ich bin strahlender Laune. Dem Konstrukteur dieser Schuhe wünsche ich, dass er sie selber tragen muss. Täglich. Bis an sein Lebensende. Bring ihm Ihre Pantoffel. Oh ja, bitte, Frau Schirwind. Also, was ist los? Warum diese Trauermiene? Kann sich ja nicht unterhalten, solange diese Person im Haus ist. Nicht so laut. Du bist leichter zu ersetzen als sie. Vergiss es nicht. Ich glaube, das ist dein Ernst. Natürlich ist es mein Ernst. Hier sind Ihre Pantoffeln. Sie sind ein Engel. Bringen Sie das Tablett noch raus und dann gehen Sie nach Hause. Ich wasche es schnell noch ab. Das hat Zeit bis morgen. Aber nein, das ist doch ganz schnell geschehen. Also, tragen Sie das Tablett raus und gehen Sie, wie Frau Tessner es wünscht. Das war sehr nett gemeint von Ihnen, Frau Schirwind. Aber Sie haben noch einen weiten Weg nach Hause. Kommen Sie. Ich gehe sofort. Gute Nacht und nochmals vielen Dank für alles. Deine Unterredung mit Brandner scheint nicht sehr gut ausgegangen zu sein. Nach deinem Benehmen zu urteilen. Ich bin tief gerührt über dein Einfühlungsvermögen. Ich dachte schon, das Wohl deiner Putzfrau liegt dir mehr am Herzen als meine Sorgen. Ach, red doch keinen Unsinn. Also, was ist los? Ihr habt doch fast eine halbe Stunde miteinander geflüstert. Ich habe meine Probleme Brandner dargelegt, ausführlich sogar. Aber was ich vorzuschlagen hatte, interessiert ihn nicht. Das ist dumm. Dumm ist ein rechtlich naiver Ausdruck in diesem Zusammenhang. Verzeih, es tut mir furchtbar leid. Schließlich habe ich Brandner extra deinetwegen eingeladen. Du weißt, dass ich ihn nicht ausstehen kann. Und mir tut es leid, dass du meinetwegen einen so unangenehmen Abend erdulden musstest. Oh. Sei nicht so spöttisch. Deiner Ironie bin ich hilflos ausgeliefert. Ich möchte einmal so hilflos sein wie du. Wünsch dir das nicht. Wirklich nicht. Markus, jetzt sag mir mal ganz ehrlich, was los ist mit dir. Dieses ganze Unternehmen mit Brandner, da steckt doch mehr dahinter als dein Architekten-Ehrgeiz. Wie kommst du denn darauf? Ach, erzähl mir nichts. Das heißt, erzähl mir alles. Alles, was dir Sorgen macht. Hast du finanzielle Schwierigkeiten? Du kommst auf herrliche Ideen. Entschuldige, jeder kann doch mal Pech haben. Nein, ich? Ich nicht. Ich würde ganz einfach dich anpumpen. Du würdest mir doch bestimmt jeden gewünschten Betrag zur Verfügung stellen. Ich glaube nicht, dass ich das tun würde. Ist das dein Ernst? Ja, weil ich nämlich strikt dagegen bin, dass Beziehungen, wie sie zwischen uns beiden bestehen, mit finanziellen Hypotheken belastet werden. Da bin ich aber froh, dass es keine Geldsorgen sind, die mich ärgern. Aber was dich ärgert, willst du mir immer noch nicht sagen. Nein. Ich möchte unsere Beziehung nicht damit keiner finanziellen, sondern mit überhaupt keiner Hypothek belasten. Du bist ein Schaf, Markus. Komm her. Ich habe morgen einen schweren Tag. Ich muss nach Hause. Wie du willst. Unsere Reise nächste Woche werden wir wohl lassen müssen. Warum? Jetzt, da ich mit Brandner nicht klargekommen bin, muss ich erst mal sehen, wie ich die Sache mit einem anderen Partner in Gang bringe. Ich verstehe zwar nichts von Baugeschäften, ich verstehe überhaupt nichts von Geschäften, aber wie konntest du erwarten, mit Brandner, den du heute Abend zum ersten Mal gesprochen hast, gleich auf Anhieb zu irgendwelchen wichtigen Übereinkünften zu kommen? Es hat keinen Sinn, dir die Dinge auseinanderzusetzen.
Ich habe so selten mal ein paar Tage frei. Ich habe mich so auf unsere kleine Reise gefreut. Kannst du es nicht doch einrichten? Ich muss offen gestehen, dass ich im Moment wirklich keine große Lust dazu habe. Na, wenn du keine Lust hast, dann darfst du dich natürlich nicht zwingen. Ich bin müde. Du solltest jetzt wirklich nach Hause gehen. Und die Frau ist vielleicht nichts? Ah, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das ist die Tessner. Angelika Tessner? Guten Abend, Frau Tessner. Guten Abend. Volltanken? Nein, nein, heute nicht. Der Wagen bleibt hier. Was wird gemacht? Abschmieren, waschen, Ölwechsel, sprühen und so weiter, das Übliche. Und wann brauchen Sie ihn wieder? Ich fahre heute noch für 2 Tage weg. Donnerstag bin ich wieder zurück. Es hat also keine Eile. Gut. Sagen Sie dem Chef, dass ich den Wagen Freitag früh brauche. Gegen 9 Uhr hole ich ihn ab. Ist in Ordnung, Frau Tessner. Ich habe Sie übrigens neulich Abend gesehen. Nanu, wo denn? Im Fernsehen. Ach so. Hat's Ihnen gefallen? Ja, fantastisch, ganz fantastisch. Das freut mich. Ach, übrigens, Frau Tessner, darf ich Ihnen noch schnell die Rechnung vom letzten Monat geben? Aber selbstverständlich. So, hier haben wir Sie schon. Bitte sehr. Danke. Sie können sich darauf verlassen, dass alles pünktlich erledigt wird. Vielen Dank und gute Nacht. Darf ich Sie nicht schnell nach Hause fahren? Nein, danke. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Bewegung habe. Gute Nacht. Gute Reise. Paul, mach doch mal die Tür auf.
mich umdrehte, habe ich sie liegen gesehen. In ihrem rosa Negligé. Der Revolver lag neben mir. Was haben Sie da gemacht? Gemacht? Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich war ja wie betäubt. Auf einmal schoss es mir durch den Kopf, ein Arzt. Ich muss wohl einen Arzt holen. Haben Sie ihn geholt? Nein. Warum nicht? Weil, wie ich zum Schreibtisch gegangen bin, um zu telefonieren, da habe ich den Brief in der Schreibmaschine gesehen. Und da war es mir ganz klar, dass jetzt jede Hilfe zu spät war. Dass es sich selbst... Dass es Selbstmord war? Ja. Stand das in dem Brief? Ja. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Entschuldigung, Frau Schirwind. Ja. Mein Name ist Schröder. Ich komme vom Generalanzeiger. Ich hätte mich gerne etwas mit Ihnen unterhalten. Beim Generalanzeiger schläft man morgens ziemlich lange, wie? Ah, die Konkurrenz ist schon zugegen sich. Allerdings, aber ich will nicht zu so sein. Kommen Sie rein, hören Sie zu. Das okay. Heißt, wenn es Frau Schirwind recht ist. Ach, aber ja, natürlich, bitte. Frau Schirwind, können Sie sich an den Inhalt des Briefes erinnern? Es handelt sich um den Abschiedsbrief, der in der Schreibmaschine steckte. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Ich bin freiwillig aus dem Leben geschieden. Das war alles, mehr stand nicht drin. Aber dann bin ich so schnell, ich konnte rübergelaufen zu Frau Trankova. Wer ist Frau Trankova? Das ist die Dame, die nebenan wohnt und die hat dann die Polizei verständigt. Können Sie sich irgendeinen Grund vorstellen, warum Angelika Tessner Selbstmord begangen hat? Geldsorgen können es doch nicht gewesen sein. Nein, Geld hatte sie immer mehr, als sie brauchte. Was war also der Grund, Ihrer Meinung nach? Darüber möchte ich bitte nicht reden. Hat das etwas mit Markus Rent zu tun? Wer ist denn das? Sie sollten mal Ihre eigene Zeitung lesen. Angelika Tessners ständiger Begleiter, wie es in eurer Klatschpalte so schön heißt, hat es also etwas mit Rent zu tun. Aber Frau Schirwind, reden Sie schon. Herr Rent. Das ist ein ganz rücksichtsloser Mensch. Das ist ein Egoist. Einer von denen, der die heutige Zeit begriffen hat. Und der immer versteht, das Beste für sich daraus zu machen. Mich immer gewundert, dass eine so wunderbare Frau wie Angelika Tessner an einen solchen Mann geraten musste. War ja viel zu schade für ihn. Ich glaube, in Wahrheit war sie selber unglücklich über diese Beziehung. Aber sie konnte eben nicht von ihm loskommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Schirwind, so sind Sie der Meinung, dass Markus Renn der Grund für Angelika Tessners Selbstmord war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht haben Sie es? Also ich habe Ihnen hier Ihre Fragen beantwortet. Was ich denke, das ist einzig und allein meine Angelegenheit. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, Herr Oberamtmann. Ich weiß nicht, was Angelika, was Frau Tessner zu dieser Wahnsinnstat getrieben hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich empfinde es auch als sinnlos, jetzt in ihrem Innenleben herumzufischen. An den Tatsachen endet es nichts. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Sicher nicht. Aber wir haben nun mal die Pflicht, bei jedem Freitod nach einem Motiv zu suchen. Nach einem Grund für die Tat. Ich will Sie nicht daran hindern. Nur fürchte ich, dass ich Ihnen wenig helfen kann. Niemand stand der Toten so nah wie Sie, Herr Renn. Trotzdem. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir das Gespräch bald beenden könnten. Kennen Sie Frau Schirwind? Ja, leider. Was haben Sie gegen sie? Nichts. Das wäre ihr zu viel Ehre angetan. Eine geschwätzige Person, für die unsere Beziehung, ich meine, die Freundschaft zwischen Frau Tessner und mir, das große Erlebnis, so etwas wie Schicksal aus zweiter Hand war. Frau Schirwind hat ausgesagt, dass Frau Tessner und Sie am Dienstagabend verreisen wollten. Ja, aber das passt doch genau zu dem, was ich eben über diese Person gesagt habe. Am selben Abend, an dem Frau Tessner aus dem Leben schied, Herr Renn. Stimmt das mit der Reise? Ja. Wir wollten etwas ausspannen. Irgendwo. Angelika hatte zwei freie Tage und bei mir hätte es auch einigermaßen gepasst. Leider kam es nicht dazu. Sonst wäre Angelika sicher noch am Leben, Herr Oberamtmann. Wann wurde dieser Reiseplan aufgegeben? Reiseplan? Einen kleinen Ausflug wollten wir machen. Na, warum wurde dieser kleine Ausflug aufgegeben? Frau Tessner hatte plötzlich keine Lust mehr. Gerade als ich aus dem Haus gehen wollte, um sie abzuholen, rief sie an und... Wann war das? Wir waren um 9 verabredet, also wird es etwa 8:45 gewesen sein. Sie sagte, sie hätte keine Lust mehr. Sie wollte lieber zu Hause bleiben. Waren solche sprunghaften Entscheidungen typisch für Frau Tessner? Wenn sie überarbeitet waren, ja. Was gab sie als Grund an? Sie hatte am gleichen Nachmittag die Aufnahmen für ein Fernsehspiel beendet. Am Freitag sollten die Proben im Theater anfangen.
Sie hätte noch eine Menge Text zu lernen, da wollte sie sich lieber zwei Tage zu Hause ausschlafen, als herumzureisen. Und was sagte sie dazu? Ich gestehe, dass mir diese Meinungsänderung in letzter Minute nicht passte. Schließlich ist es für mich gar nicht so leicht, mich mitten in der Woche freizumachen. Sie haben also Frau Tessner an diesem Abend nicht mehr gesehen? Nein, aber das habe ich Ihnen vorhin schon ausdrücklich gesagt, Herr Oberamtmann. Ja, ich erinnere mich. Das wäre es, Herr Renn. Es tut mir leid, wenn die Unterredung etwas länger gedauert hat. Entschuldigen Sie die Störung. Aber das hier wird Sie interessieren. Mein Mitarbeiter immer auf Herr Renn. Wenn ich noch eine Auskunft brauche, weiß ich ja, wo Sie zu erreichen sind. Vielen Dank, Einzweil. Ach, eine Frage, Herr... Ja, Herr Oberamtmann. Ist irgendetwas mit Frau Tessners Tod nicht in Ordnung? Soweit ein Selbstmord überhaupt in Ordnung ist, scheint alles in Ordnung zu sein. Scheint? Das ist eine routinemäßige Einschränkung von uns Kriminalisten. Nein, nein, machen Sie sich keine Gedanken, der Fall ist klar. Auf Wiedersehen. Das heißt lieber nicht. Der Anlass könnte ja nie besonders wünschenswert sein. Ja. Gibt's noch irgendwelche Unsicherheitsfaktoren? Nein. Ein ganz klarer Fall. Von Selbstmord kann gar keine Rede sein. Die Untersuchung der Pulverspuren am Negligé und am Körper haben ergeben, dass der tödliche Schuss aus einer Entfernung von mindestens 150 Zentimetern abgegeben wurde. Da wir die Waffe kennen, das ist die Voraussetzung, wenn man sich auf Zentimeter festlegen will, besteht überhaupt kein Zweifel. Wie lang ist dein Menschenarm, Doktor? Keinesfalls lang genug, um sich damit aus anderthalb Metern Entfernung zu erschießen. Und der Schusskanal? War nur noch die Bestätigung. Das Geschoss ist von links oben in die Herzkammer eingedrungen. Also genau aus der entgegengesetzten Richtung, als bei Pistolen-Selbstmord üblich. Dabei gehen Sie davon aus, dass der Selbstmörder Rechtshänder ist? Ja. Aber selbst bei einem Linkshänder hätte es ungewöhnlicher Anstrengung bedurft, sich eine Schussverletzung dieser Art beizubringen. Man müsste unterstellen, dass Frau Tessner es geradezu darauf hätte anlegen wollen, uns über ihr Ende irre zu führen. Und wenn das Ihre Absicht gewesen wäre, hätte sie wohl kaum einen Abschiedsbrief hinterlassen. Eben. Also muss die nächste Frage lauten, wer hat diesen Brief geschrieben? An der Waffe konnten keine brauchbaren Spuren gesichert werden. An der Schreibmaschine auch nicht. Am Brief? Nichts, nur an den Gläsern. In der Küche standen? Ja. Im Labor hat man festgestellt, dass Whisky draus getrunken wurde. Was Sie nicht sagen, das habe ich ja schon an Ort und Stelle festgestellt, mit meiner Nase. An einem der beiden benutzten Gläser, die in der Küche standen, waren deutliche Fingerabdruckspuren der Toten festzustellen. Nicht so spannend, Imhoff. Und an dem anderen die einer männlichen Person. Sie waren gut zu klassifizieren. Und? Und nichts. In unserer Fahndungskartei sind sie nicht enthalten. Und in der Kartei im Bundeskriminalamt? Auch nichts. Nein, das wundert mich nicht. Im Gegenteil, das hätte mich sehr überrascht. Sie meinen, dass die Tessner mit ihrem Mörder Whisky getrunken hat? Na, warum nicht? Sie kannte ihn. Sie kannte ihn sogar so gut, dass sie ihn noch spät abends in ihre Wohnung ließ. Oder ihm sogar einen Wohnungsschlüssel anvertraut hatte. Was führt Sie zu mir, Herr Doktor? Ich bin der Anwalt von Frau Tessner. Sie waren der Anwalt? Ja, natürlich. Leider. Scheußliche Geschichte, ihr Tod. Kannten Sie die Ermordete gut? Recht gut. Seit wann? Seit 5 Jahren etwa. Ich habe sie privat auf einer Gesellschaft kennengelernt. Sie brauchte damals gerade einen Anwalt in einer Vertragssache. So kamen wir beruflich zusammen. Später habe ich sie ab und zu auch in finanziellen Fragen beraten. Sie hatte ja etwas Geld, wie Sie vermutlich wissen. Etwas Geld nennen Sie das? Da kann ich Ihnen nur gratulieren. In meiner Gehaltsgruppe nennt man das schlicht wohlhabend. Ich habe mich unkorrekt ausgedrückt. Schon gut, Doktor. Ich nehme an, Ihr Besuch hat einen bestimmten Grund. Habe ich recht? Ja, ich dachte, es sei unter Umständen für Sie wissenswert, wem die Tote ihr Vermögen hinterlassen hat. Na nur, existiert denn ein Testament? Wir haben keins gefunden. Es war bei mir hinterlegt. Ganz formlos. Einen Brief mit der Aufschrift, nach meinem Tode zu öffnen. Ich habe Ihnen eine Fotokopie machen lassen. Um den Tod Ihrer Klientin herrscht ziemliches Dunkel. Dafür ist Ihr Testament klar und eindeutig. Ja,
Lieber Herr Doktor, Frau Tessner wurde ermordet. Der Täter ist noch unbekannt. Sie wissen, dass die Kripo fieberhaft nach ihm fahndet. Und da bringen Sie mir ein Testament, in dem die Tote Herrn Renn zum Alleinerben bestimmt. Glauben Sie, dass die Kenntnis dieses Testaments für meine Arbeit wichtig ist? Ich bin kein Kriminalist. Ich bin glücklicherweise nur Anwalt. Ich habe Ihnen das Dokument pflichtgemäß zur Kenntnis gebracht. Alles andere ist Ihre Sache, Herr Oberamtmann. Denken Sie bitte genau nach, Frau Schirwind, und sagen Sie mir, ob Sie ganz sicher sind, dass die Wohnungstür abgeschlossen war. Ganz sicher war sie abgeschlossen, das kann ich beschwören. Weshalb sind Sie so sicher? Weil Frau Tessner nachts nie abgeschlossen hat. Ich habe ihr oft gesagt, wie leichtsinnig das ist, aber sie hat überhaupt keine Angst. Moment. Wenn sie doch nie abgeschlossen hat, wieso sollte sie ausgerechnet an diesem Abend... Ja, das war es ja eben. Ich habe mich selber gewundert, wieso an diesem Morgen plötzlich abgeschlossen war. Ich habe mir gedacht, hat sie endlich deine Warnung ernst genommen? Aber dann fiel es mir ja ein, dass sie verreist war. Ich hatte das im ersten Moment vergessen. Frau Tessner hat sie mir selber gesagt, dass sie verreisen wird. Noch eine letzte Frage, Frau Schirwind, dann sind Sie mich los. Kann außer Ihnen und Herrn Renn noch irgendjemand einen Wohnungsschlüssel gehabt haben? Nein, das ist ausgeschlossen. Das hätte ich gewusst. Frau Tessner war eine sehr rücksichtsvolle und ruhige Nachbarin. Nur wenn gerade beide Terrassentüren offen standen, konnte man etwas hören. Oder wenn wir draußen saßen, dann war natürlich jedes Wort zu verstehen. Das ließ sich nicht vermeiden. Darf ich mir die Terrasse mal ansehen? Selbstverständlich. Glaswand trennt die beiden Terrassen. Bis zur anderen Terrassentür sind es höchstens 6 Meter. Das dürfte stimmen. Trotzdem konnten Sie von der Auseinandersetzung nichts verstehen? Nein, nur das Wort Geld habe ich verstanden. Sowohl von ihr als auch von Herrn Renn. Vielleicht, weil es in kurzen Abständen mehrmals gefallen ist. Sie haben ausgesagt, dass Sie die männliche Stimme, die Sie am Abend von Frau Tessners Tod nebenan hörten, für die von Herrn Renn hielten. Ich hielt sie nicht für Herrn Renns Stimme. Es war Herrn Renns Stimme. Wieso können Sie das mit solcher Sicherheit wissen? Weil ich Markus Renn kenne. Bitte? Frau Tessner und ich haben gut nachbarlich miteinander verkehrt. Ich war ab und zu mal bei ihr und umgekehrt. Und Herr Renn war immer dabei. Die beiden waren doch sehr eng befreundet. Eben. Kann es nicht sein, dass Sie es als selbstverständlich annahmen, dass die männliche Stimme Herrn Renns Stimme war, gerade weil Sie wussten, dass die beiden eng befreundet waren? Nein, Herr Kulmer, das ist ausgeschlossen. Dazu kenne ich Markus Renn zu gut. Irrtum unmöglich? Ganz unmöglich. Eine Frage noch. Haben Sie in der bewussten Nacht einen Schuss gehört? Nein, ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich nur den Anfang der Auseinandersetzung zwischen Frau Tessner und Herrn Renn gehört habe. Na, dann will ich Sie nicht länger aufhalten. Vielleicht die Bergolds, die haben die Wohnung unter Frau Tessner. Die sind verreist, es ist Urlaubszeit. Und die Dittners unter mir? Die haben nichts gehört. Wie viele Wohnungsschlüssel besitzen Sie? Für meine Wohnung? Ja. 3. Für jede Wohnung wurden 3 Schlüssel ausgegeben. Spielt das irgendeine Rolle, Herr Oberamtmann? Ich glaube, ja. Irrtum, ganz großer Irrtum. Herr Renn ist doch nicht nur Architekt, sondern auch Bauherr. Das ist doch der Witz bei dem Geschäft. Erst wenn das Haus fertig ist, dann wird es verkauft. Da liegt das große Geld. Das große Geld? Was denken Sie denn? Genauso wird's gemacht. Irgendwas muss aber mit dem großen Geld nicht stimmen, Herr Bonhauser. Sonst wäre Renn jetzt nicht in Schwierigkeiten. Mhm. Er hat sie übernommen, Herr Oberamtmann. Das ist doch nicht sein einziger Bau. Hier, in der Nähe. Ganz in der Nähe in der Parkstraße hat er noch einen. Und dann hat er einen Grünwald und einen Sollen. Ich habe mich schon lange gewundert, wie er das investierte Geld immer wieder so schnell klar machen konnte. Aber jetzt hat's ihn erwischt. Wie sind Sie denn dahinter gekommen, Herr Brunhauser? Dazu brauche ich kein Detektiv zu sein. Oberamtmann, sowas habe ich in der Nase. Am Anfang hat der Renn immer pünktlicher bezahlt und dann wurde er immer langsamer. Naja, wenn erst die Mahnerei losgeht und auf der anderen Seite die Ausreden immer fauler werden, dann weiß ich schon, woran ich bin. Ich wollte schon vor einer Woche meine Zentralheizung abholen, aber da hat er mich bekniet. Am Mittwoch zahlt er, Stein und Bein hat er geschworen. Am Mittwoch letzte Woche? Ja, da wollte er zahlen.
Und wann hat er Ihnen das versprochen? Einen Tag vorher. Also am Dienstag. Sie können einem ein Loch in den Bauch fragen, Herr Oberamtmann. Wenn er am Mittwoch zahlen wollte und es einen Tag vorher geschworen hat, muss es der Dienstag gewesen sein, wenigstens nach meinem Kalender. 11.27.91, sagten Sie? Mhm. Vielleicht ist die Waffe gar nicht bei uns gekauft worden. Sie ist. Die Fabrik hat uns verbindlich mitgeteilt, dass die Endnummer 90 bis 99 des Modells an Sie geliefert wurde. Ja, haben Sie auch schon manchmal geirrt. Ah ja, hier ist 11.27.91 eine 7.65er mit einem Ersatzmagazin und 25 Schuss Munition. An wen verkauft, bitte? Herrn Markus Renn, Architekt, München, Nymphenburg, Wotanstraße 54. Sprechen, Herr Staatsanwalt. Ach, Sie sind es, Entschuldigung. Ja, ich wollte Sie sprechen, Herr Kullmann. Tag erstmal. Nehmen Sie Platz, mein Lieber. Ich gratuliere zum raschen Resultat Ihrer Ermittlungen. Danke, Herr Staatsanwalt. Ich habe mir eben die Protokolle durchgelesen. Maßarbeit. Bis auf einen Schönheitsfehler. Der wäre? Kein Geständnis. Wie ich Sie kenne, werden Sie Markus Renn bald soweit haben. Sieht leider nicht danach aus. Woher wollen Sie das wissen? Man kennt seine Kundschaft, Herr Staatsanwalt. Nein, Renn denkt nicht daran zu gestehen. Aber wir sollten uns dadurch nicht beeindrucken lassen. Ich habe die Protokolle gründlich gelesen. Die Sache ist einwandfrei. Wir brauchen kein Geständnis. Der Mann ist ein ausgemachter Lügner. Als er zugeben musste, dass er bei der Tesna war, sagte er aus, dass er in die Sache nicht hineingezogen werden wollte. Das ist die übliche Ausrede. Aber auch der übliche Grund für solche falschen Aussagen, Herr Staatsanwalt. Dass ihm die Sache unangenehm sein musste, liegt auf der Hand. Nicht nur sie war eine prominente Schauspielerin, auch er ist ein prominenter Architekt. In den Skandal, um ihren Tod verwickelt zu werden, auch wenn es nur Selbstmord gewesen wäre, musste ihm ungemein peinlich sein. Aus gesellschaftlichen Gründen ebenso wie aus beruflichen. Zumal er gerade in finanziellen Schwierigkeiten ist. Da liegt der Hund begraben. Der Tod seiner Freundin bringt ihn in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens. Es passt alles zu gut, es ging zu glatt. Ich weiß nicht, Herr Staatsanwalt, je älter ich werde, umso mieser wird mir vor Indizienprozessen. Wir haben schon zu viel erlebt damit. Rauchen Sie? Darf ich Ihnen eine anbieten? Danke. So weit bin ich noch nicht, dass ich mir von Ihnen Zigaretten schenken lasse. Ganz nach Belieben, Herr Renn. Verlieren Sie eigentlich öfters etwas? Ich meine, es gibt Menschen, bei denen ist das Verlieren ein richtiges Problem. Heute ist es die Brille, morgen ist es das Scheckbuch, übermorgen der Geldbeutel oder der Pass oder ich weiß nicht was. Es sind schon Frauen zu uns gekommen, die haben ihren Mann verloren und umgekehrt. Sparen Sie sich Ihre Scherzmedizin bei mir nicht. Und sagen Sie auch Ihrem Chef, dass ich jede weitere Mühe sparen kann. Wenn es ihm Spaß macht, soll er mit meinem Anwalt sprechen, wenn nicht, soll er es bleiben lassen. Ich mache meinen Mund erst wieder vor Gericht auf. Sie können selbstverständlich von Ihrem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machen, Herr Renn. Nur, ob die Taktik richtig ist, möchte ich entschieden bezweifeln. Wohin ich mit Reden gekommen bin, das sehe ich ja. Ich kann erzählen, was ich will. Für Sie und Ihren tüchtigen Chef bin und bleibe ich der Mörder. Aber Sie müssen zugeben, dass eine Menge, zum Beispiel Ihre Geschichte vom Wohnungsschlüssel... Ich gebe gar nicht zu, merken Sie sich das gefälligst. Und wenn Sie von jetzt ab Ihre Zeit nicht mit einem Stummen vergeuden wollen, dann schlage ich vor, mich zurück in meine Zelle bringen zu lassen. Den Gefallen kann ich Ihnen gerne tun. Wachtmeister Gollwitz. Thank you.
Wie war's? Gleich null. Er bleibt dabei. Er schwört Stein und Bein, dass er seinen Schlüssel der Tessner-Wohnung verloren hat, also unmöglich beim Fortgehen abschließen konnte. Vielleicht ist es wahr. Ich habe schon andere Sachen erlebt, Imhoff. Außerdem sollen wir uns mit seinem Anwalt unterhalten. Er selbst hätte nichts mehr zu sagen. Ja, dann können wir ja eigentlich in Urlaub gehen. Haben Sie die Adresse von der Hausverwaltungsfirma? Ja. Kolbe und Co. Immobilien, Hausverwaltung und Wein. Sie verwalten also das Haus, in dem Frau Tessner gewohnt hat? Ja, ja, wir haben den Bau für den Besitzer betreut, wir haben die Vermietung gemacht und wir verwalten auch das Gebäude. Sehr schön. Wie viele Schlüssel wurden jedem Mieter beim Einzug ausgehändigt? Drei. Haben Sie noch Reserveschlüssel zu den Wohnungen? Ja, natürlich, pro Wohnung zwei Reserveschlüssel. Wo sind die? Da drinnen, in bester Verwahrung. Kann ich mal den Schlüssel zur Wohnung von Frau Tessner sehen? Ja, natürlich. So. Da. Da. Das ist 2B, das ist Kienlechner. 3A, Trankova. Tessner 3B. Was ist denn das? Da fehlt ja ein Schlüssel, das ist doch nicht möglich, das gibt's doch gar nicht. Na, Freund Gärten, kommen Sie doch bitte mal her. Ja? Freund Gärten, da fehlt ein Schlüssel von der Wohnung 3B. Wo ist der geblieben? Schlegelweg 12. Den hat Frau Tessner. Frau Tessner, und wieso weiß ich nichts davon? Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Nein. Frau Tessner war doch mal da. Sie waren vielleicht gerade unterwegs und bat um einen vierten Schlüssel. Ist denn das so wichtig? Guten Tag, Frau Schirwind. Entschuldigen Sie bitte, aber ich muss Sie noch mal stören. Sie haben uns eine falsche Auskunft gegeben. Falsche Auskunft? Kann ich noch mal reinkommen? Ja, bitte. Augenblick, bitte. Frau Schirwind, Sie haben uns versichert, dass zur Tessner-Wohnung nur drei Schlüssel existieren. Ja, das ist auch richtig. Rechnen Sie noch mal nach. Ich hatte einen Schlüssel und dann hatte Herr Rennen einen Schlüssel. Das war ein großer Fehler, leider. Macht zwei. Ja, aber dann hatte natürlich Frau Tessner auch einen. Und das macht drei. Drei Schlüssel, genau wie ich gesagt habe. Und wo war der Schlüssel von Frau Tessner? Der war an einem Kettchen mit den Autoschlüsseln zusammen. Und einem kleinen Talisman, den Herr Rennen ihr geschenkt hatte, einer silbernen 13. Einer 13, Herr Imhoff, ich bin nicht abergläubisch, aber 13, das ist keine Glückszahl. Davon bin ich überzeugt. Und das hat sich auch erwiesen. Aber wenn Frau Tessner nach Hause kam, dann legte sie ihre Schlüssel auf die kleine Barockkommode in der Diele. Moment, hier stimmt doch was nicht. Aber es stimmt alles, genau wie ich gesagt habe, drei Schlüssel. Aber der Wohnungsschlüssel, den wir gefunden haben, war an keinem Schlüsselring und lag auch nicht auf der Kommode in der Diele. Nein, der hing an einem Brettchen in der Küche. Ja. Es war der Reserveschlüssel. Aber Frau Schirwind, Reserveschlüssel sind doch auch Schlüssel. Es gab also nicht drei, sondern vier Schlüssel zur Wohnung. Ja, wenn Sie das so rechnen, ja. Wir kämen viel schneller von der Stelle heran, wenn Sie sich endlich dazu entschließen würden, ein Geständnis abzulegen. Die Beweiskette ist geschlossen, es fehlt kein einziges Glied. Weiter zu leugnen ist völlig sinnlos. Haben Sie die Sprache verloren? Ich spreche nur noch mit meinem Anwalt. Aber Herr Renn! Sie glauben mir ja doch nicht. Da haben Sie Unrecht. Neuerdings glaube ich Ihnen sogar etwas, was mir zunächst mehr als unglaubwürdig schien. Dass Sie Ihren Schlüssel zur tessnerischen Wohnung verloren haben, meine ich. Woher diese plötzliche Gnade? Das werde ich Ihnen erklären. Sie brauchten den Schlüssel überhaupt nicht. Als Sie kamen, hat Ihnen Frau Tessner die Tür aufgemacht. Und als Sie gingen, als Frau Tessner Sie nicht mehr rauslassen konnte, weil sie tot war, nahmen Sie den Schlüsselbund von der Kommode in der Diele und schlossen damit ab. Unsinn. Und dann hat sie vermutlich das Entsetzen gepackt. Sie konnten gar nicht schnell genug wegkommen vom Tatort. Da liefen Sie in die Garage und fuhren mit Frau Tessners Wagen davon. Das Auto ist nämlich verschwunden, Herr Renn. Die Garage ist leer. Haben Sie eine bessere Erklärung dafür? Ja, der Wagen ist nämlich bei Bär und kurz zum Ölwechsel und Abschmieren. Habe ich Sie sehr erschreckt? Da haben Sie ihn vermutlich hingebracht, als Frau Tessner tot war. Falsch!
Sonst hat Frau Tessner ihn hingebracht, als sie noch quicklebendig war. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr am Dienstagabend Herr Renn den Wagen hier abgegeben hat? Herr Renn hat den Wagen gar nicht abgegeben. Sondern? Frau Tessner selber. Am Dienstagabend, so um 8:30, würde ich sagen. Wissen Sie das genau? Ja, ganz genau. Können Sie sich erinnern, ob an dieser Kette ein oder zwei Schlüssel hingen? Das weiß ich nicht. Aber es wird wohl einer gewesen sein. Denk nach, Werner, komm. Das tue ich ja, Chef, aber wenn ich es beschwören soll... Frau Tessner hat den Wagen abgegeben und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Mehr weiß ich nicht. Und wer hat den Wagen in die Werkstatt gefahren? Ich. Hat der Wagen einen Extraanlasser oder wird er mit dem Zündschlüssel gestartet? Mit dem Zündschlüssel? Dann hatten Sie doch den Schlüssel in der Hand, als Sie starteten. Und als Sie den Motor abstellten, schließlich auch. Trotzdem können Sie sich nicht erinnern, ob noch ein zweiter Schlüssel an der Kette war? Tut mir leid, ich habe nicht so genau darauf geachtet. Sind Sie allein, wenn Sie Spätdienst haben? Ja. Wie lange dauert der? Bis 11. Und wenn es ja ruhig ist, habe ich nichts dagegen, wenn schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eher Schluss gemacht wird. Wann haben Sie am Dienstag geschlossen? Wissen Sie das noch? Nicht genau. Wann waren Sie zu Hause? Wissen Sie das vielleicht? Denken Sie mal genau nach. Kurz vor 11, würde ich sagen. Nicht später? Nein, ich bin direkt von der Arbeit nach Hause gegangen. Geben Sie mir mal bitte Ihren Namen. Kranzmüller, Werner. Mit TZ? Nein. Adresse? Birkenstraße 79 bei Wiegand. Danke. Und heute haben Sie da wieder Spätdienst? Nein, heute arbeite ich nur bis 5. Also noch 2 Stunden. Werner, sind Sie das? Ja, Frau Wiegand. Kommen Sie doch mal rein. Guten Abend. Möchten Sie einen Schnaps haben? Nein, danke, Frau Wiegand. Na, vielleicht sollten Sie doch lieber einen trinken. Die Polizei war nämlich hier. Warum denn? Na, das müssen Sie doch besser wissen. Was haben Sie denn ausgefressen? Erzählen Sie mal. Machen Sie wieder einen Ihrer üblichen Witze? Die wollten aber auch gleich alles über Sie wissen. Haben Sie jemanden umgebracht? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Oder war die Polizei wirklich hier? Na und ob? Der Inspektor wollte wissen, wann Sie Dienstagnacht nach Hause gekommen sind. Und was haben Sie gesagt? Gegen 1. Die Wahrheit natürlich. Was denn sonst? Ja, aber das ist doch nicht wahr. Ich war um 11 Uhr hier oder höchstens ein paar Minuten danach. Wie konnten Sie sowas sagen? Am Dienstag sind Sie um 11 Uhr noch nicht hier gewesen. Und wenn ich die Polizei beschwindeln soll, dann müssen Sie mir das nächste Mal vorher sagen. Dienstag haben wir gefeiert. Das war mein Geburtstag. Da war die ganze Familie hier. Um 12:30 ist mein Bruder Ludwig gegangen, weil er die letzte Bahn bekommen wollte. Und da waren Sie noch lange nicht zu Hause. Sie sind frühestens eine halbe Stunde später gekommen. Am Dienstag war das? Das war am Dienstag. Herzlichen Dank. Ich muss nur noch mal kurz weg. Wo rennen Sie denn jetzt schon wieder hin? Sie kommen mir sehr verdächtig vor, Werner. Heute war die Kriminalpolizei in der Werkstatt. Hat sich den Wagen angesehen. Den von der Tessner? Steht der immer noch bei euch? Ja. Sie wollten wissen, was ich an dem Abend gemacht habe, dem Abend, an dem sie ermordet wurde. Und was hast du gesagt? Ja, dass ich direkt von der Arbeit nach Hause gegangen bin, so um 11. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Eben nicht. Warum nicht? Weil ich erst um 1 zu Hause war. Um 1? Wo warst du denn in der Zwischenzeit? Spazieren. Red doch keinen Unsinn. Bin mit dem Wagen von der Tesla spazieren gefahren. Das ist ja allerhand. Du fährst mit ihrem Wagen spazieren, ausgerechnet zur gleichen Zeit, als sie umgebracht wurde. Das konnte ich doch nicht wissen. Ich wollte schon immer mal so ein Ding fahren. Du musstest ja unbedingt nach Hause. Die Tesla ist verreist, dachte ich, und da bin ich eben los. Ich werd verrückt. Es ging alles ganz glatt. Niemand hat mich gesehen und kurz nach 1 habe ich den Wagen wieder in die Werkstatt gestellt und bin dann nach Hause. Wenn dich keiner gesehen hat, ist doch alles bestens. Klar. Dann habe ich dem Inspektor gesagt, dass ich schon um 11 zu Hause war. Warum denn das? Der Chef war dabei.
Ach so, naja. Glaubst du, dass Sie sich bei der Wiegand erkundigen werden? Wonach? Wann ich nach Hause gekommen bin? Nein, das glaube ich kaum. Aber möglich ist es doch. War die Wiegand noch auf? Ja, sie hat mir sogar einen Schnaps angeboten. Es war ihr Geburtstag. Oh, das ist nicht so gut. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass es rauskommt, weil niemand sie fragen wird. Warum hast du denn den Quatsch nicht gleich zugegeben? Das wäre doch alles viel einfacher gewesen. Weil mich der Chef in Hohenbogen rausgeschmissen hätte, deshalb. Und das hätte ich an deiner Stelle riskiert. Du hast gut reden. Aber wie soll ich beweisen, dass ich mit dem Wagen unterwegs gewesen bin? Womöglich kommen die noch auf den Gedanken, ich hätte die Tesla umgelegt. Ja, eben, gerade deshalb. Ich an deiner Stelle hätte die Wahrheit gesagt. Wenn es die Wahrheit ist. Natürlich ist es die Wahrheit, oder glaubst du mir vielleicht nicht? Doch, doch. Aber ich kann nicht beweisen, dass ich diese Schwarzfahrt gemacht habe. Ich war allein. Es gäbe natürlich einen Ausweg. Wenn du da mit dabei gewesen wärst, dann hätte ich einen Zeugen. Nur für den Fall, dass dieser idiotische Verdacht tatsächlich gegen mich aufkommt. Verstehst du? Die Geschichte mit der Schwarzfahrt ist Ihnen reichlich spät eingefallen, Kranzmüller. Sowas erzählt man ja auch nicht gerne, aber es ist die Wahrheit. Sie können den Dengel fragen. Sie werden sich darauf verlassen, dass wir den fragen werden. Wann ist denn Dengel zu Ihnen in die Tankstelle gekommen? Um 7, würde ich sagen. Kommt er da öfter Sie besuchen? Ja, wenn ich Spätdienst habe, schon. War er schon da, als Frau Tessner ihren Wagen abgab? Ja. Wer ist denn auf die Idee gekommen, diese Schwarzfahrt zu machen? Das weiß ich nicht mehr. Das kam so beim Unterhalten. Aha. Und wann sind Sie losgefahren? Oh, kurz nach 11:30, würde ich sagen. Kurz nach 11:30. Und erzählen Sie uns mal, wo Sie überall gewesen sind. Wir sind zuerst auf die Autobahn, die Salzburger Autobahn. Und dann sind wir wieder runter in Traunstein. Wessen Idee war das eigentlich, diese nächtliche Spazierfahrt? Das weiß ich nicht. Wir sind so beim Unterhalten drauf gekommen. Aha. Sie sind also von der Autobahn runter in Traunstein. Sind Sie dann durch den Ort selber gefahren? Ja. Wie spät war es da? Das muss so gegen 11:30 gewesen sein. 11:30. Und dann? Sind wir nach Seebruck am Chiemsee und von dort über Endorf nach Rosenheim und dann wieder zurück auf die Autobahn. Sind Sie denn auf der Autobahn geblieben? Ja, bis München. Hat Sie irgendjemand unterwegs gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, sind Sie irgendwo eingekehrt? Haben Sie jemanden am Weg gefragt? Haben Sie an einer Tankstelle gehalten? Nein. Das ist schade. Sehr schade. Warum? Weil ich Ihnen kein einziges Wort glaube. Nie im Leben waren Sie auf dieser Schwarzfahrt. Aber ich schwöre, Herr Inspektor, ich schwöre Ihnen. Schwören Sie lieber nicht. Aber fragen Sie doch den Dengel, der wird Ihnen alles Wort für Wort bestätigen. Stimmt denn das? Es ist die heilige Wahrheit, Herr Oberamtmann. Ja, 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 das hat Ihr Freund auch gesagt. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, Dengel. Ich muss Sie hier behalten. Soll das heißen, ich bin verhaftet? Allerdings. Und Kranzmüller? Ebenfalls. Und warum? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie in Traunstein, Seebruck oder Rosenheim gewesen sind. Ich glaube überhaupt nicht, dass Sie eine Schwarzfahrt gemacht haben, ganz gleich wohin. Ich glaube, dass Sie und Ihr Freund sich die ganze Geschichte ausgedacht und alle Einzelheiten miteinander abgesprochen haben, als Alibi. Wozu denn ein Alibi? Weil Sie in der Zeit, in der Sie angeblich unterwegs waren, der Wohnung von Frau Tessner einen Besuch abgestattet haben. Und ist ja verrückt. Sie haben sich die Sache allerdings etwas einfacher vorgestellt. Frau Tessner hatte ja erzählt, dass sie noch am gleichen Abend verreisen würde. Na, wie sollten wir denn in die Wohnung gekommen sein? Spielen Sie nicht naiv, Dengel. Der Wohnungsschlüssel war an der gleichen Kette wie der Autoschlüssel und der steckte im Zündschloss. Na, davon weiß ich nichts. Und Werner und ich waren an ihrem Abend ausgegangen und nicht bei der Tesla. Das können Sie aus sich unterschieben, niemals. Markus Renn aus der Haft entlassen, Tankstellenbad und sein Freund schwer belastet. Schlechte Nachrichten, Herr Kuhlmann. Was gibt's? Ein Fernschreiben aus Traunstein. Der Wagen der Tesla ist Dienstagnacht dort gesehen worden. Erzählen Sie keine Märchen, Imhoff. Hier steht's schwarz auf weiß. Das ist bitter. Verdammt bitter. Ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Ich kann es einfach nicht glauben, dass die beiden Burschen mit der Angelegenheit nichts zu tun haben. Das wird es doch bedeuten, wenn die Nachricht stimmt. Ich war meiner Sache so sicher.
Rufen Sie Traunstein an. Vielleicht liegt ein Irrtum vor. Gemünden, Klein-Langenhelm, Memmingen, Weißenberg. Wenn Sie bei Tee sind, wird's dunkel. Ich hab schon Traunstein. Die Vorwahlnummer von Traunstein ist 0861. Na, lassen Sie, das kann man nicht am Telefon erledigen. Wir fahren hin. Na, da kam der Wagen. Aus dieser Richtung. Na, und das Schild? Das ist so angebracht, dass es ein Blinder sehen kann. Aber nein, er biegt zäh und ruhig ein, als ob es für ihn keine Einbahnstraße gäbe. Das habe ich natürlich abgeschrieben. Wie viel Uhr war das? Moment. Das war um 23.40 Uhr. 10:30. Ja. MMA 870. Das war die Nummer. Daran gibt es nichts zu rütteln. Das ist die Nummer des Tessnerschen Wagens. Wollen Sie erkennen, was für ein Wagen das war? Ein weißer, offener Luxuswagen. Auf das Fabrikat möchte ich mich nicht festlegen. Ein Mann vorhin. Und ein zweiter saß neben ihm. Wieso? Ich sagte, ein zweiter Mann saß neben ihm. Was sagten Sie? Ich habe von keinem zweiten Mann gesprochen. War denn der Fahrer allein im Wagen? Allein, ganz allein. Das ist aber alles total durcheinander. Das will ich nicht sagen, Imhoff. Im Gegenteil, kommen Sie, wir fahren nach Wenzel zurück. Wiedersehen. Darf ich voll machen? Nein, 10 Liter genügend. Normal? Ja, normal. Das Öl ist auch in Ordnung. Vielen Dank. Wär's dann alles? Ja, danke. Brauchen Sie eine Quittung? Ja, bitte. Macht 5,75 Mark. Diese Ansichtskarte, ich habe sie da im Spiegel gefunden. Kann ich die vielleicht haben? Ich sammle nämlich Briefmarken und da ist eine hübsche italienische Marke drauf. Wenn es meine wäre, könnten Sie sie gerne behalten. Aber sie gehört an den Kollegen. Ihrem Kollegen Werner Kranzmüller? Ja. Sie meinen, der hätte was dagegen? Das weiß ich nicht. Nur kann ich nichts verschenken, was mir nicht gehört. Das ist doch klar. Ganz klar. Dann muss ich die Karte eben vorläufig sicherstellen. Sicherstellen? Ja. Kriminalpolizei. Nur denken Sie mal scharf nach, Kranzmüller. Es kommt auf jede Einzelheit an. Hatten Sie an dem bewussten Dienstagabend, als Frau Tessner ihren Wagen abgab, noch andere Kunden? Sie meinen, nachdem Frau Tessner weg war? Ja. Ja, da waren noch zwei Autos und ein Motorrad, glaube ich. Aber das lässt sich ja auf den Quittungsdurchschlägen genau feststellen. Sehr gut, Kranzmüller, sehr vernünftig. Aber sagen Sie mir erst mal, ging die Abfertigung bei diesen Leuten schnell? Ich meine, hieß es da einfach tankvoll und dann weiter, oder wie war das? Der eine Wagen war furchtbar umständlich. Öl, Wasser, Luft, Scheibenputzen und so weiter und alles für 0,0 Trinkgeld. Sowas ist ärgerlich. Was machte denn Ihr Freund Dengel, während Sie draußen zu tun hatten? Der hat auf mich gewartet. Und als Sie zurückkamen in Ihre Tankbude, las er da vielleicht im Telefonbuch? Na, antworten Sie. Woher wissen Sie das? Er las also im Telefonbuch. Ja, aber... Ach so, der Dengel hat es Ihnen gesagt. Nein, Dengel hat kein Wort gesagt. Ich habe ihn gefragt, ob er noch jemanden anrufen wollte. Ein Mädchen vielleicht, dachte ich.
Nein, er liest gerne Telefonbücher, hat er gesagt. Naja, jeder spinnt auf seine Weise. Aber ich begreife immer noch nicht, wie Sie das haben wissen können mit dem Telefonbuch, wenn es der Dengel Ihnen nicht gesagt hat. Zerbrechen Sie sich nicht den Kopf darüber und gehen Sie jetzt schön friedlich nach Hause. Haben Sie gesagt, ich soll nach Hause gehen? Ja. Heißt das, ich bin frei? Natürlich. Sonst hätte ich Ihnen wohl kaum den Vorschlag gemacht. Dann glauben Sie mir jetzt, dass ich mit dem Tod von Frau Tessner nichts zu tun habe? Ja, das glaube ich Ihnen. Lassen Sie sich drüben Ihre Entlassungspapiere geben. Sie sind schon ausgeschrieben. Prima. Na, was ist? Können Sie sich nicht trennen von uns? Ich wollte nur fragen, ob der Dengel jetzt auch frei ist. Nein, der ist nicht frei. Herr Inspektor, ich habe so eine Art Geständnis zu machen. Ein Geständnis? Ja. Ich habe die Unwahrheit gesagt. Das heißt nur die halbe Unwahrheit. Der Dengel war nämlich gar nicht mit auf der Schwarzfahrt. Er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Das weiß ich. Und deshalb können Sie jetzt auch nach Hause gehen und Dengel nicht. Herr Inspektor, Sie verstehen mich nicht richtig. Ich meine, ich erfuhr doch von der Wiegand, meiner Wirtin, meine ich, dass die Polizei damals wusste, wann ich nach Hause gekommen war. Und da bekam ich es mit der Angst zu tun, dass man mir die Schwarzfahrt nicht mehr glauben würde. Ja, ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Genau. Und deshalb bin ich zum Dengel gegangen und habe ihn gebeten, auszusagen, dass er mit dabei war, damit ich ein Alibi habe für die Mordzeit. Genau so habe ich es mir auch vorgestellt. Ja, nun möchte ich natürlich nicht, dass der Dengel in Schwierigkeiten kommt, nur weil er mir einen Gefallen getan hat. Verstehen Sie, Herr Inspektor? Ja, ich verstehe schon. Ich weiß nur nicht, ob Sie verstehen. Dengel hat Ihnen keinen Gefallen getan. Im Gegenteil, Sie haben ihm einen getan. Wieso? Sie haben ihm zu einem Alibi verholfen, das er dringend brauchte. Wozu brauchte der Dengel ein Alibi? Weil er in der Zeit, in der Sie mit dem Wagen Ihre Spritztour machten, in der Wohnung von Frau Tessner war. Dengel? Paul Dengel? Das ist unmöglich, Herr Inspektor. Das ist völlig ausgeschlossen. Leider nicht, Kranzmüller. Ich habe mir gestern die Tankstelle nochmal angesehen. Und es ist alles genauso, wie ich es mir gedacht habe. Er hat mir doch nur aus der Patsche helfen wollen. Er hörte durch die offenstehende Tür, dass Frau Tessner noch am selben Abend verreisen wollte. Das hat sie ihm doch gesagt, nicht wahr? Ja. Und als sie dann länger draußen zu tun hatten, vermutlich mit dem Mann, der ihnen kein Trinkgeld gegeben hat, ging er in die Werkstatthalle und sah sich den Wagen an. Da entdeckte er den Wohnungsschlüssel und nahm ihn an sich. Und dann hat er im Telefonbuch die Adresse von der Tessner rausgesucht. Richtig. Deshalb hat er plötzlich keine Lust mehr auf ein Bier gehabt. Plötzlich war er müde. Obwohl ich den Dengel noch nie müde gesehen habe, nicht mal um 5 Uhr früh. Tatsächlich? Tatsächlich. Ich wollte Kranzmüller nur einen Gefallen tun, als sie das behauptete. In Wahrheit bin ich direkt von der Tankstelle nach Hause gegangen, auf dem kürzesten Weg. So, Sie sind direkt nach Hause gegangen. Eine Kellnerin aus dem Neuhausener Eck hat sich bei uns gemeldet. Sie hat Sie nach dem Foto in der Zeitung erkannt und hat ausgesagt, dass Sie von kurz vor 11 bis 11:30 bei Ihrem Lokal gewesen sind. Ach ja, stimmt, das hatte ich vergessen. Ich war plötzlich sehr durstig und habe unterwegs noch schnell ein Bier getrunken. Mit Ihrer Geografie muss irgendetwas nicht stimmen. Das Neuhausener Eck liegt nicht auf Ihrem Nachhauseweg. Im Gegenteil, ich würde es sogar als einen ziemlichen Umweg bezeichnen. Von dort aber bis zur Wohnung von Frau Tessner sind nur 3 Minuten. Das gibt mir zu denken. Was wollen Sie damit sagen? Darauf kommen wir noch. Haben Sie eigentlich mal den Abschiedsbrief gesehen, den Frau Tessner angeblich hinterlassen hat? Nein. Das ist eine Fotokopie. Sehen Sie sich die mal an. Fällt Ihnen da was auf? Was sollte mir denn da auffallen? Im Allgemeinen wird das Wort aus, nicht mit SZ geschrieben. Ach so, darauf habe ich nicht weiter geachtet. Darauf scheinen Sie nie zu achten. Auf der Ansichtskarte, die Sie Ihrem Freund Kranzmüller aus Italien schickten, haben Sie es auch mit SZ geschrieben. Hier, herzliche Grüße aus Rimini sendet dir dein Freund Paul Dengel. Aus mit SZ ist eine orthografische Spezialität von Ihnen. Mit Ihrer Rechtschreibung hapert es genauso wie mit der Geografie. Jetzt kann Ihnen nur noch die Wahrheit helfen, Dengel. Sonst nichts. Es war nicht seine Absicht, einzubrechen, sagte Dengel aus. Er wollte sich nur die Wohnung der berühmten Schauspielerin ansehen. Als aber dann Angelika Tessner
die er verreist wähnte, mit einem Revolver in der Hand vor ihm stand und drohte, ihn der Polizei zu übergeben, reagierte er panisch und entriss ihr die Waffe. Dabei löste sich der tödliche Schuss. Als Dengel zum Bewusstsein kam, was geschehen war, versuchte er, einen Selbstmord der Schauspielerin vorzutäuschen. Glauben Sie, dass es wirklich so war? Ja, ich schon. Ich kann nur hoffen, dass es die Geschworenen ihm auch glauben. Schöne Freunde haben Sie. Tja. Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu, jungen Justiz- und Polizeibeamten zu... Es war der Reserveschlüssel. Aber Frau Schirwind, Reserveschlüssel sind doch auch Schlüssel. Es gab also nicht drei, sondern vier Schlüssel zur Wohnung. Ja, wenn Sie das so rechnen, ja. Wir kämen viel schneller von der Stelle heran, wenn Sie sich endlich dazu entschließen würden, ein Geständnis abzulegen. Die Beweiskette ist geschlossen, es fehlt kein einziges Glied. Weiter zu leugnen ist völlig sinnlos. Haben Sie die Sprache verloren? Ich spreche nur noch mit meinem Anwalt. Aber Herr Renn! Sie glauben mir ja doch nicht. Da haben Sie Unrecht. Neuerdings glaube ich Ihnen sogar etwas. Was mir zunächst mehr als unglaubwürdig schien. Dass Sie Ihren Schlüssel zur tessnerschen Wohnung verloren haben, meine ich. Woher diese plötzliche Gnade? Das werde ich Ihnen erklären. Sie brauchten den Schlüssel überhaupt nicht. Als Sie kamen, hat Ihnen Frau Tessner die Tür aufgemacht. Und als Sie gingen, als Frau Tessner Sie nicht mehr rauslassen konnte, weil sie tot war, nahmen Sie den Schlüsselbund von der Kommode in der Diele und schlossen damit ab. Unsinn. Und dann hat sie vermutlich das Entsetzen gepackt. Sie konnten gar nicht schnell genug wegkommen vom Tatort. Da liefen Sie in die Garage und fuhren mit Frau Tessners Wagen davon. Das Auto ist nämlich verschwunden, Herr Renn. Die Garage ist leer. Haben Sie eine bessere Erklärung dafür? Ja, der Wagen ist nämlich bei Bär und kurz zum Ölwechsel und Abschmieren. Habe ich Sie sehr erschreckt? Da haben Sie ihn vermutlich hingebracht, als Frau Tessner tot war. Falsch! Dort hat Frau Tessner ihn hingebracht, als sie noch quick lebendig war. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr am Dienstagabend Herr Renn den Wagen hier abgegeben hat? Herr Renn hat den Wagen gar nicht abgegeben. Sondern? Frau Tessner selber. Am Dienstagabend, so um 8:30, würde ich sagen. Wissen Sie das genau? Ja, ganz genau. Können Sie sich erinnern, ob an dieser Kette ein oder zwei Schlüssel hingen? Das weiß ich nicht. Aber es wird wohl einer gewesen sein. Denk nach, Werner, komm. Das tue ich ja, Chef, aber wenn ich es beschwören soll... Frau Tessner hat den Wagen abgegeben und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Mehr weiß ich nicht. Und wer hat den Wagen in die Werkstatt gefahren? Ich. Hat der Wagen einen Extraanlasser oder wird er mit dem Zündschlüssel gestartet? Mit dem Zündschlüssel? Dann hatten Sie doch den Schlüssel in der Hand, als Sie starteten. Und als Sie den Motor abstellten, schließlich auch. Trotzdem können Sie sich nicht erinnern, ob noch ein zweiter Schlüssel an der Kette war? Tut mir leid, ich habe nicht so genau darauf geachtet. Sind Sie allein, wenn Sie Spätdienst haben? Ja,
Wie lange dauert der? Bis 11. Und wenn es sehr ruhig ist, habe ich nichts dagegen, wenn schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eher Schluss gemacht wird. Wann haben Sie am Dienstag geschlossen? Wissen Sie das noch? Nicht genau. Wann waren Sie zu Hause? Wissen Sie das vielleicht? Denken Sie mal genau nach. Kurz vor 11, würde ich sagen. Nicht später? Nein, ich bin direkt von der Arbeit nach Hause gegangen. Geben Sie mir mal bitte Ihren Namen. Kranzmüller, Werner. Mit TZ? Nein. Aber der Wohnungsschlüssel, den wir gefunden haben, war an keinem Schlüsselring und lag auch nicht auf der Kommode in der Diele. Nein, der hing an einem Brettchen in der Küche. Ja. Es war der Reserveschlüssel. Aber Frau Schirwind, Reserveschlüssel sind doch auch Schlüssel. Es gab also nicht drei, sondern vier Schlüssel zur Wohnung. Ja, wenn Sie das so rechnen, ja. Wir kämen viel schneller von der Stelle heran, wenn Sie sich endlich dazu entschließen würden, ein Geständnis abzulegen. Die Beweiskette ist geschlossen, es fehlt kein einziges Glied. Weiter zu leugnen ist völlig sinnlos. Haben Sie die Sprache verloren? Ich spreche nur noch mit meinem Anwalt. Aber Herr Renn! Sie glauben mir ja doch nicht. Da haben Sie Unrecht. Neuerdings glaube ich Ihnen sogar etwas, was mir zunächst mehr als unglaubwürdig schien. Dass Sie Ihren Schlüssel zur tessnerschen Wohnung verloren haben, meine ich. Woher diese plötzliche Gnade? Das werde ich Ihnen erklären. Sie brauchten den Schlüssel überhaupt nicht. Als Sie kamen, hat Ihnen Frau Tessner die Tür aufgemacht. Und als Sie gingen, als Frau Tessner Sie nicht mehr rauslassen konnte, weil sie tot war, nahmen Sie den Schlüsselbund von der Kommode in der Diele und schlossen damit ab. Unsinn. Und dann hat sie vermutlich das Entsetzen gepackt. Sie konnten gar nicht schnell genug wegkommen vom Tatort. Da liefen Sie in die Garage und fuhren mit Frau Tessners Wagen davon. Das Auto ist nämlich verschwunden, Herr Renn. Die Garage ist leer. Haben Sie eine bessere Erklärung dafür? Ja, der Wagen ist nämlich bei Bär und kurz zum Ölwechsel und Abschmieren. Habe ich Sie sehr erschreckt? Da haben Sie ihn vermutlich hingebracht, als Frau Tessner tot war. Falsch! Doch hat Frau Tessner ihn hingebracht, als sie noch quicklebendig war. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr am Dienstagabend Herr Renn den Wagen hier abgegeben hat? Herr Renn hat den Wagen gar nicht abgegeben. Sondern? Frau Tessner selber. Am Dienstagabend, so um 8:30, würde ich sagen. Wissen Sie das genau? Ja, ganz genau. Können Sie sich erinnern, ob an dieser Kette ein oder zwei Schlüssel hingen? Das weiß ich nicht. Aber es wird wohl einer gewesen sein. Denk nach, Werner, komm. Das tue ich ja, Chef, aber wenn ich's beschwören soll... Frau Tessner hat den Wagen abgegeben und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Mehr weiß ich nicht. Und wer hat den Wagen in die Werkstatt gefahren? Ich. Hat der Wagen einen Extraanlasser oder wird er mit dem Zündschlüssel gestartet? Mit dem Zündschlüssel? Dann hatten Sie doch den Schlüssel in der Hand, als Sie starteten. Und als Sie den Motor abstellten, schließlich auch. Trotzdem können Sie sich nicht erinnern, ob noch ein zweiter Schlüssel an der Kette war? Tut mir leid, ich habe nicht so genau drauf geachtet. Sind Sie allein, wenn Sie Spätdienst haben? Ja. Wie lange dauert der? Bis 11. Und wenn es sehr ruhig ist, habe ich nichts dagegen, wenn schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eher Schluss gemacht wird. Wann haben Sie am Dienstag geschlossen? Wissen Sie das noch? Nicht genau. Wann waren Sie zu Hause? Wissen Sie das vielleicht? Denken Sie mal genau nach. Kurz vor 11, würde ich sagen. Nicht später? Nein, ich... Der Revolver lag neben mir. Was haben Sie da gemacht? Gemacht? Ich konnte keinen klaren Gedanken fassen. Ich war ja wie betäubt. Auf einmal schoss es mir durch den Kopf ein Arzt. Ich muss wohl einen Arzt holen. Haben Sie ihn geholt? Nein. Warum nicht? Weil, wie ich zum Schreibtisch gegangen bin, um zu telefonieren, da habe ich den Brief in der Schreibmaschine gesehen. Da war es mir ganz klar, dass jetzt jede Hilfe zu spät war. Dass es Selbstmord war? Ja. Stand das in dem Brief? Ja. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Entschuldigung, Frau Schirwind. Ja. Mein Name ist Schröder. Ich komme vom Generalanzeiger. Ich hätte mich gerne mit Ihnen unterhalten. Beim Generalanzeiger schläft man morgens ziemlich lange, wie? Ah, die Konkurrenz ist schon zu gegen sich. Allerdings, aber ich will nicht zu sein. Kommen Sie rein, hören Sie zu. Das heißt,
wenn es Frau Schierwind recht ist. Ach, aber ja, natürlich, bitte. Frau Schierwind, können Sie sich an den Inhalt des Briefes erinnern? Es handelt sich um den Abschiedsbrief, der in der Schreibmaschine steckte. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Ich bin freiwillig aus dem Leben geschieden. Das war alles, mehr stand nicht drin. Aber dann bin ich so schnell, ich konnte rübergelaufen zu Frau Trankova. Wer ist Frau Trankova? Das ist die Dame, die nebenan wohnt und die hat dann die Polizei verständigt. Können Sie sich irgendeinen Grund vorstellen, warum Angelika Tessner Selbstmord begangen hat? Geldsorgen können es doch nicht gewesen sein. Nein, Geld hatte sie immer mehr, als sie brauchte. Und was war also der Grund, Ihrer Meinung nach? Darüber möchte ich bitte nicht reden. Hat das etwas mit Markus Renn zu tun? Wer ist denn das? Sie sollten mal Ihre eigene Zeitung lesen. Angelika Tessners ständiger Begleiter, wie es in eurer Klatschpalte so schön heißt. Hat es also etwas mit Renn zu tun? Aber Frau Schierwind, reden Sie schon. Herr Renn. Das ist ein ganz rücksichtsloser Mensch. Das ist ein Egoist. Einer von denen, der die heutige Zeit begriffen hat. Und der immer versteht, das Beste für sich daraus zu machen. Mich immer gewundert, dass eine so wunderbare Frau wie Angelika Tessner an einen solchen Mann geraten musste. War ja viel zu schade für ihn. Ich glaube, in Wahrheit war sie selber unglücklich über diese Beziehung. Aber sie konnte eben nicht von ihm loskommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Schirwind, mitgeteilt, dass die Endnummer 90 bis 99 des Modells an Sie geliefert wurde. Ja, mich auch schon manchmal geirrt. Ah ja, hier ist 11-27-91 eine 7,65er mit einem Ersatzmagazin und 25 Schuss Munition. An wen verkauft, bitte? Herrn Markus Renn, Architekt, München, Nymphenburg, Wotanstraße 54. Sprechen, Herr Staatsanwalt. Ach, Sie sind's, Entschuldigung. Ja, ich wollte Sie sprechen, Herr Kullmann. Tag erstmal. Nehmen Sie Platz, mein Lieber. Ich gratuliere zum raschen Resultat Ihrer Ermittlungen. Danke, Herr Staatsanwalt. Ich habe mir eben die Protokolle durchgelesen. Maßarbeit. Bis auf einen Schönheitsfehler. Der wäre? Kein Geständnis. Wie ich Sie kenne, werden Sie Markus Renn bald soweit haben. Sieht leider nicht danach aus. Woher wollen Sie das wissen? Man kennt seine Kundschaft, Herr Staatsanwalt. Nein, Renn denkt nicht daran zu gestehen. Aber wir sollten uns dadurch nicht beeindrucken lassen. Ich habe die Protokolle gründlich gelesen. Die Sache ist einwandfrei. Wir brauchen kein Geständnis. Der Mann ist ein ausgemachter Lügner. Als er zugeben musste, dass er bei der Tessner war, sagte er aus, dass er in die Sache nicht hineingezogen werden wollte. Das ist die übliche Ausrede. Aber auch der übliche Grund für solche falschen Aussagen, Herr Staatsanwalt. Dass ihm die Sache unangenehm sein musste, liegt auf der Hand. Nicht nur sie war eine prominente Schauspielerin, auch er ist ein prominenter Architekt. In den Skandal, um ihren Tod verwickelt zu werden, auch wenn es nur Selbstmord gewesen wäre, musste ihm ungemein peinlich sein. Aus gesellschaftlichen Gründen ebenso wie aus beruflichen. Zumal er gerade in finanziellen Schwierigkeiten ist. Da liegt der Hund begraben. Der Tod seiner Freundin bringt ihn in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens. Es passt alles zu gut. Es ging zu glatt. Ich weiß nicht, Herr Staatsanwalt, je älter ich werde, umso mieser wird mir vor Indizienprozessen. Wir haben schon zu viel erlebt damit. Rauchen Sie? Darf ich Ihnen eine anbieten? Danke. Soweit bin ich noch nicht, dass ich mir von Ihnen Zigaretten schenken lasse. Ganz nach Belieben, Herr Renn. Verlieren Sie eigentlich öfters etwas? Überall gewesen sind. Wir sind zuerst auf die Autobahn, die Salzburger Autobahn. Und dann sind wir wieder runter in Traunstein. Wessen Idee war das eigentlich, diese nächtliche Spazierfahrt? Das weiß ich nicht. Wir sind so beim Unterhalten draufgekommen. Aha. Sie sind also von der Autobahn runter in Traunstein. Sind Sie dann durch den Ort selber gefahren? Ja. Wie spät war es da? Das muss so gegen 23:30 gewesen sein. 23:30.
Und dann sind wir nach Seebruck am Chiemsee und von dort über Endorf nach Rosenheim und dann wieder zurück auf die Autobahn. Sind Sie denn auf der Autobahn geblieben? Ja, bis München. Hat Sie irgendjemand unterwegs gesehen? Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, sind Sie irgendwo eingekehrt? Haben Sie jemanden am Weg gefragt? Haben Sie an einer Tankstelle gehalten? Nein. Das ist schade. Sehr schade. Warum? Weil ich Ihnen kein einziges Wort glaube. Nie im Leben waren Sie auf dieser Schwarzfahrt. Aber ich schwöre, Herr Inspektor, ich schwöre Ihnen. Schwören Sie lieber nicht. Aber fragen Sie doch den Dengel, der wird Ihnen alles Wort für Wort bestätigen. Stimmt denn das? Es ist die heilige Wahrheit, Herr Oberamtmann. Ja, 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 das hat Ihr Freund auch gesagt. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, Dengel. Ich muss Sie hier behalten. Soll das heißen, ich bin verhaftet? Allerdings. Und Kranzmüller? Ebenfalls. Und warum? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie in Traunstein, Seebruck oder Rosenheim gewesen sind. Ich glaube überhaupt nicht, dass Sie eine Schwarzfahrt gemacht haben, ganz gleich wohin. Ich glaube, dass Sie und Ihr Freund sich die ganze Geschichte ausgedacht und alle Einzelheiten miteinander abgesprochen haben, als Alibi. Wozu denn ein Alibi? Weil Sie in der Zeit, in der Sie angeblich unterwegs waren, der Wohnung von Frau Tessner einen Besuch abgestattet haben. Und ist ja verrückt. Sie haben sich die Sache allerdings etwas einfacher vorgestellt. Frau Tessner hatte ja erzählt, dass sie noch am gleichen Abend verreisen würde. Na, wie sollten wir denn in die Wohnung gekommen sein? Ich bin Sie nicht naiv, denke. Der Wohnungsschlüssel war in der gleichen Kette wie der Autoschlüssel und der steckte im Zündschloss. Na, davon weiß ich nichts. Und Werner und ich waren an dem Abend ausgegangen und nicht bei der Tessner. Das können Sie aus sich unterschieben, niemals. Markus Renn aus der Haft entlassen, Tankstellenwart und sein Freund schwer belastet. Schlechte Nachrichten, Herr Kuhlmann. Was gibt's? Ein Fernschreiben aus Traunstein. Der Wagen der Tessner ist Dienstagnacht dort gesehen worden. Erzählen Sie keine Märchen, Imhoff. Hier steht's schwarz auf weiß. Das ist bitter. Verdammt bitter. Ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Ich kann es einfach nicht glauben, dass die beiden Burschen mit der Angelegenheit nichts zu tun haben. Das wird's doch bedeuten, wenn die Nachricht stimmt. Ich war meiner Sache so sicher. Rufen Sie Traunstein an. Vielleicht liegt ein Irrtum vor. Gemünden, Klein-Langenheim, Memmingen, Weißenberg. Wenn Sie bei Tee sind, wird's dunkel. Ich hab schon Traunstein. Die Vorwahlnummer von Traunstein ist 0861. Spezialität von Ihnen. Mit Ihrer Rechtschreibung hapert's genauso wie mit der Geografie. Jetzt kann Ihnen nur noch die Wahrheit helfen, Dengel. Sonst nichts. Es war nicht seine Absicht, einzubrechen, sagte Dengel aus. Er wollte sich nur die Wohnung der berühmten Schauspielerin ansehen. Als aber dann Angelika Tessner, die er verreist wähnte, mit einem Revolver in der Hand vor ihm stand und drohte, ihn der Polizei zu übergeben, reagierte er panisch und entriss ihr die Waffe. Dabei löste sich der tödliche Schuss. Als Dengel zum Bewusstsein kam, was geschehen war, versuchte er, einen Selbstmord der Schauspielerin vorzutäuschen. Glauben Sie, dass es wirklich so war? Ja, ich schon. Ich kann nur hoffen, dass es die Geschworenen ihm auch glauben. Schöne Freunde haben Sie. Tja. Thank you.
Es darf nicht jeder, so wie wir das jetzt tun, in die Tür eines der Kriminalmuseen hineingehen, die sich im Polizeipräsidium einiger deutscher Großstädte befinden. Sie dienen dazu... Da haben Sie ihn vermutlich hingebracht, als Frau Tessner tot war. Falsch! Dort hat Frau Tessner ihn hingebracht, als sie noch quicklebendig war. Wissen Sie noch, um wie viel Uhr am Dienstagabend Herr Renn den Wagen hier abgegeben hat? Herr Renn hat den Wagen gar nicht abgegeben. Sondern? Frau Tessner selber. Am Dienstagabend, so um 8:30, würde ich sagen. Wissen Sie das genau? Ja, ganz genau. Können Sie sich erinnern, ob an dieser Kette ein oder zwei Schlüssel hingen? Das weiß ich nicht. Aber es wird wohl einer gewesen sein. Denk nach, Werner, komm. Das tue ich ja, Chef, aber wenn ich es beschwören soll... Frau Tessner hat den Wagen abgegeben und ist zu Fuß nach Hause gegangen. Mehr weiß ich nicht. Und wer hat den Wagen in die Werkstatt gefahren? Ich. Hat der Wagen einen Extraanlasser oder wird er mit dem Zündschlüssel gestartet? Mit dem Zündschlüssel? Dann hatten Sie doch den Schlüssel in der Hand, als Sie starteten. Und als Sie den Motor abstellten, schließlich auch. Trotzdem können Sie sich nicht erinnern, ob noch ein zweiter Schlüssel an der Kette war? Tut mir leid, ich habe nicht so genau darauf geachtet. Sind Sie allein, wenn Sie Spätdienst haben? Ja. Wie lange dauert der? Bis 11. Und wenn es sehr ruhig ist, habe ich nichts dagegen, wenn schon eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde eher Schluss gemacht wird. Wann haben Sie am Dienstag geschlossen? Wissen Sie das noch? Nicht genau. Wann waren Sie zu Hause? Wissen Sie das vielleicht? Denken Sie mal genau nach. Kurz vor 11, würde ich sagen. Nicht später? Nein, ich bin direkt von der Arbeit nach Hause gegangen. Geben Sie mir mal bitte Ihren Namen. Kranzmüller, Werner. Mit TZ? Nein. Adresse? Birkenstraße 79 bei Wiegand. Danke. Und heute, haben Sie da wieder Spätdienst? Nein, heute arbeite ich nur bis 5. Also noch 2 Stunden. Werner, sind Sie das? Ja, Frau Wiegand. Kommen Sie doch mal rein. Guten Abend. Möchten Sie einen Schnaps haben? Nein, danke, Frau Wiegand. Na, vielleicht sollten Sie doch lieber einen trinken. Die Polizei war nämlich hier. Warum denn? Na, das müssen Sie doch besser wissen. Was haben Sie denn ausgefressen? Erzählen Sie mal. Machen Sie wieder einen Ihrer üblichen Witze? Die wollten aber auch gleich alles über Sie wissen. Haben Sie jemanden umgebracht? Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Oder war die Polizei wirklich hier? Na und ob? Der Inspektor wollte wissen, wann Sie Dienstagnacht nach Hause gekommen sind. Und was haben Sie gesagt? Gegen 1. Die Wahrheit natürlich. Was denn sonst? Ja, aber das ist doch nicht wahr. Ich war um 11 Uhr hier, oder? Herr Renn, das ist ein ganz rücksichtsloser Mensch. Das ist ein Egoist. Einer von denen, der die heutige Zeit begriffen hat. Und der immer versteht, das Beste für sich daraus zu machen. Mich immer gewundert, dass eine so wunderbare Frau wie Angelika Tessner an einen solchen Mann geraten musste. War ja viel zu schade für ihn. Ich glaube, in Wahrheit war sie selber unglücklich über diese Beziehung. Aber sie konnte eben nicht von ihm loskommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Schirwind, so sind Sie der Meinung, dass Markus Renn der Grund für Angelika Tessners Selbstmord war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht haben Sie es. Also, ich habe Ihnen hier Ihre Fragen beantwortet. Was ich denke, das ist einzig und allein meine Angelegenheit. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, Herr Oberamtmann. Ich weiß nicht, was Frau Tessner zu dieser Wahnsinnstat getrieben hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich empfinde es auch als sinnlos, jetzt in Ihrem Innenleben herumzufischen. An den Tatsachen endet es nichts. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Sicher nicht. Aber wir haben nun mal die Pflicht, bei jedem Freitod nach einem Motiv zu suchen. Nach einem Grund für die Tat. Ich will Sie nicht daran hindern. Nur fürchte ich, dass ich Ihnen wenig helfen kann. Niemand stand der Toten so nah wie Sie, Herr Renn. Trotzdem. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir das Gespräch bald beenden können. Kennen Sie Frau Schirwind? Ja, leider. Was haben Sie gegen sie? Nichts. Das wäre ihr zu viel Ehre angetan. Eine geschwätzige Person, für die unsere Beziehung... Ich meine, die Freundschaft zwischen Frau Tessner und mir, das große Erlebnis, so etwas wie Schicksal aus zweiter Hand war.
Frau Schirrwind hat ausgesagt, dass Frau Tessner und Sie am Dienstagabend verreisen wollten. Ja, aber das passt doch genau zu dem, was ich eben über diese Person gesagt habe. Am selben Abend, an dem Frau Tessner aus dem Leben schied, Herr Renn. Stimmt das mit der Reise? Ja. Wir wollten etwas ausspannen. Irgendwo. Angelika hatte zwei freie Tage und bei mir hätte es auch einigermaßen gepasst. Leider kam es nicht dazu. Sonst wäre Angelika sicher noch am Leben, Herr Oberamtmann. Warum wurde dieser Reiseplan aufgegeben? Reiseplan? Einen kleinen Ausflug wollten wir machen. Ja, warum wurde dieser kleine Ausflug aufgegeben? Frau Tessner hatte plötzlich keine Lust mehr. Gerade als ich aus dem Haus gehen wollte, um sie abzuholen, rief sie an und... Wann war das? Wir waren um 9 verabredet, also wird es etwa 8:45 gewesen sein. Sie sagte, sie hätte keine Lust mehr. Sie wollte lieber zu Hause bleiben. Waren solche sprunghaften Entscheidungen typisch für Frau Tessner? Wenn sie überarbeitet war, ja. Was gab sie als Grund an? Sie hatte am gleichen Nachmittag die Aufnahmen für ein Fernsehspiel beendet. Am Freitag sollten die Proben im Theater anfangen. Sie hatte noch eine Menge Text zu lernen, da wollte sie sich lieber 2 Tage zu Hause ausschlafen, als herumzureisen. Und was sagte sie dazu? Ich gestehe, dass mir diese Meinungsänderung in letzter Minute nicht passte. Schließlich ist es für mich gar nicht so leicht, mich mitten in der Woche freizumachen. Sie haben also Frau Tessner... Brüder, ich komme vom Generalanzeiger, ich hätte mich gern was mit Ihnen unterhalten. Beim Generalanzeiger schläft man morgens ziemlich lange, wie? Ah, die Konkurrenz ist schon zugegen. Allerdings, aber ich will nicht zu sein, kommen Sie rein, hören Sie zu. Das heißt, wenn es Frau Schirrwind recht ist. Ach, aber ja, natürlich, bitte. Frau Schirrwind... Können Sie sich an den Inhalt des Briefes erinnern? Es handelt sich um den Abschiedsbrief, der in der Schreibmaschine steckte. Können Sie sich an den Wortlaut erinnern? Ich bin freiwillig aus dem Leben geschieden. Das war alles, mehr stand nicht drin. Aber dann bin ich so schnell, ich konnte rübergelaufen zu Frau Trankover. Wer ist Frau Trankover? Das ist die Dame, die nebenan wohnt und die hat dann die Polizei verständigt. Können Sie sich irgendeinen Grund vorstellen, warum Angelika Tessner Selbstmord begangen hat? Geld sorgen könnte es doch nicht gewesen sein. Nein, Geld hatte sie immer mehr, als sie brauchte. Was war also der Grund, Ihrer Meinung nach? Darüber möchte ich bitte nicht reden. Hat das etwas mit Markus Renn zu tun? Wer ist denn das? Sie sollten mal Ihre eigene Zeitung lesen. Angelika Tessners ständiger Begleiter, wie es in eurer Klatschparte so schön heißt, hat es also etwas mit Renn zu tun. Aber Frau Schirrwind, reden Sie schon. Herr Renn. Das ist ein ganz rücksichtsloser Mensch. Das ist ein Egoist. Einer von denen, der die heutige Zeit begriffen hat. Und der immer versteht, das Beste für sich daraus zu machen. Mich immer gewundert, dass eine so wunderbare Frau wie Angelika Tessner an einen solchen Mann geraten musste. War ja viel zu schade für ihn. Ich glaube, in Wahrheit war sie selber unglücklich über diese Beziehung. Aber sie konnte eben nicht von ihm loskommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Schirrwind, so sind Sie der Meinung, dass Markus Renn der Grund für Angelika Tessners Selbstmord war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht haben Sie es? Also ich habe Ihnen hier Ihre Fragen beantwortet. Was ich denke, das ist einzig und allein meine Angelegenheit. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, Herr Oberamtmann. Ich weiß nicht, was Frau Tessner zu dieser Wahnsinnstat getrieben hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich empfinde es auch als sinnlos, jetzt in ihrem Innenleben herumzufischen. An den Tatsachen endet es nichts. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Sicher nicht. Aber wir haben nun mal die Pflicht, bei jedem Freitod nach einem Motiv zu suchen. Nach einem Grund für die Tat. Ich will Sie nicht daran hindern. Nur fürchte ich, dass ich Ihnen wenig helfen kann. Niemand stand der Toten so nah wie Sie, Herr Renn. Trotzdem. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir das Gespräch bald beenden können. Kennen Sie Frau Schirrwind? Ja, leider. Was haben Sie gegen sie? Nichts. Das wäre ihr zu viel Ehre angetan. Eine geschwätzige Person, für die unsere Beziehung, ich meine, die Freundschaft zwischen Frau Tessner und mir, das große Erlebnis, so etwas wie Schicksal aus zweiter Hand. Herein. Sie wollten mich sprechen, Herr Staatsanwalt? Ach, Sie sind's, Entschuldigung. Ja, ich wollte Sie sprechen, Herr Kullmann. Tag erstmal. Nehmen Sie Platz, mein Lieber. Ich gratuliere zum raschen Resultat Ihrer Ermittlungen. Danke, Herr Staatsanwalt. Ich habe mir eben die Protokolle durchgelesen. Maßarbeit. Bis auf einen Schönheitsfehler. Der wäre? Kein Geständnis. Wie ich Sie kenne, werden Sie Markus Renn bald soweit haben. Sieht leider nicht danach aus. Woher wollen Sie das wissen?
Man kennt seine Kundschaft, Herr Staatsanwalt. Nein, Renn denkt nicht daran zu gestehen. Aber wir sollten uns dadurch nicht beeindrucken lassen. Ich habe die Protokolle gründlich gelesen. Die Sache ist einwandfrei. Wir brauchen kein Geständnis. Der Mann ist ein ausgemachter Lügner. Als er zugeben musste, dass er bei der Tessner war, sagte er aus, dass er in die Sache nicht hineingezogen werden wollte. Das ist die übliche Ausrede. Aber auch der übliche Grund für solche falschen Aussagen, Herr Staatsanwalt. Dass ihm die Sache unangenehm sein musste, liegt auf der Hand. Nicht nur sie war eine prominente Schauspielerin, auch er ist ein prominenter Architekt. In den Skandal, um ihren Tod verwickelt zu werden, auch wenn es nur Selbstmord gewesen wäre, musste ihm ungemein peinlich sein. Aus gesellschaftlichen Gründen ebenso wie aus beruflichen. Zumal er gerade in finanziellen Schwierigkeiten ist. Da liegt der Hund begraben. Der Tod seiner Freundin bringt ihn in den Besitz eines beträchtlichen Vermögens. Es passt alles zu gut. Es ging zu glatt. Ich weiß nicht, Herr Staatsanwalt, je älter ich werde, umso mieser wird mir vor Indizienprozessen. Wir haben schon zu viel erlebt damit. Brauchen Sie? Darf ich Ihnen eine anbieten? Danke. Soweit bin ich noch nicht, dass ich mir von Ihnen Zigaretten schenken lasse. Ganz nach Belieben, Herr Renn. Verlieren Sie eigentlich öfters etwas? Ich meine, es gibt Menschen, bei denen ist das Verlieren ein richtiges Problem. Heute ist es die Brille, morgen ist es das Scheckbuch, übermorgen der Geldbeutel oder der Pass oder ich weiß nicht was. Es sind schon Frauen zu uns gekommen, die haben ihren Mann verloren und umgekehrt. Sparen Sie sich Ihre Scherze, die ziehen bei mir nicht. Und sagen Sie auch Ihrem Chef, dass ich jede weitere Mühe sparen kann. Wenn es ihm Spaß macht, soll er mit meinem Anwalt sprechen. Wenn nicht, soll er es bleiben lassen. Ich mache meinen Mund erst wieder vor Gericht auf. Sie können selbstverständlich von Ihrem Recht der Aussageverweigerung Gebrauch machen, Herr Renn. Nur, ob die Taktik richtig ist, möchte ich entschieden bezweifeln. Wohin ich mit Reden gekommen bin, das sehe ich ja. Ich kann erzählen, was ich will. Für Sie und Ihren tüchtigen Chef bin und bleibe ich der Mörder. Mit Markus Renn zu tun. Wer ist denn das? Sie sollten mal Ihre eigene Zeitung lesen. Angelika Tessners ständiger Begleiter, wie es in eurer Klatschspalte so schön heißt, hat es also etwas mit Renn zu tun. Aber Frau Schierwind, reden Sie schon. Herr Renn, ist ein ganz rücksichtsloser Mensch. Das ist ein Egoist, einer von denen, der die heutige Zeit begriffen hat. Und der immer versteht, das Beste für sich daraus zu machen. Mich immer gewundert, dass eine so wunderbare Frau wie Angelika Tessner an einen solchen Mann geraten musste. War ja viel zu schade für ihn. Ich glaube, in Wahrheit war sie selber unglücklich über diese Beziehung. Aber sie konnte eben nicht von ihm loskommen. Wenn ich Sie richtig verstehe, Frau Schierwind, so sind Sie der Meinung, dass Markus Renn der Grund für Angelika Tessners Selbstmord war? Nein, das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht haben Sie es? Also, ich habe Ihnen hier Ihre Fragen beantwortet. Was ich denke, das ist einzig und allein meine Angelegenheit. Ich kann Ihnen beim besten Willen nicht mehr sagen, Herr Oberamtmann. Ich weiß nicht, was Angelika, was Frau Tessner zu dieser Wahnsinnstat getrieben hat. Ich kann es mir nicht erklären. Ich empfinde es auch als sinnlos, jetzt in Ihrem Innenleben herumzufischen. An den Tatsachen endet es nichts. Davon wird sie nicht wieder lebendig. Sicher nicht. Aber wir haben nun mal die Pflicht, bei jedem Freitod nach einem Motiv zu suchen. Nach einem Grund für die Tat. Ich will Sie nicht daran hindern. Nur fürchte ich, dass ich Ihnen wenig helfen kann. Niemand stand der Toten so nah wie Sie, Herr Renn. Trotzdem. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn wir das Gespräch bald beenden könnten. Kennen Sie Frau Schierwind? Ja, leider. Was haben Sie gegen sie? Nichts. Das wäre ihr zu viel Ehre angetan. Eine geschwätzige Person, für die unsere Beziehung... Ich meine, die Freundschaft zwischen Frau Tessner und mir, das große Erlebnis, so etwas wie Schicksal aus zweiter Hand war. Frau Schierwind hat ausgesagt, dass Frau Tessner und Sie am Dienstagabend verreisen wollten. Ja, aber das passt doch genau zu dem, was ich eben über diese Person gesagt habe. Am selben Abend, an dem Frau Tessner aus dem Leben schied, Herr Renn. Stimmt das mit der Reise? Ja. Wir wollten etwas ausspannen. Irgendwo. Angelika hatte zwei freie Tage und bei mir hätte es auch einigermaßen gepasst. Leider kam es nicht dazu. Sonst wäre Angelika sicher noch am Leben, Herr Oberamtmann. Warum wurde dieser Reiseplan aufgegeben? Reiseplan? Einen kleinen Ausflug wollten wir machen. Ja, warum wurde dieser kleine Ausflug aufgegeben? Frau Tessner hatte plötzlich keine Lust mehr. Gerade als ich aus dem Haus gehen wollte, um sie abzuholen, rief sie an und... Wann war das?
Wir waren um 9 verabredet, also wird es etwa 8:45 gewesen sein. Sie sagte, sie hätte keine Lust mehr. Sie wollte lieber zu Hause bleiben. Waren solche sprunghaften Entscheidungen typisch für Frau Tessner? Wenn sie überarbeitet war, ja. Was gab sie als Grund dann? Sie hatte am gleichen Nachmittag die Aufnahmen für ein Fernsehspiel beendet. Am Freitag sollten die Proben im Theater anfangen. Sie hätte... Nicht, dass ich wüsste. Immerhin sind Sie irgendwo eingekehrt. Haben Sie jemanden am Weg gefragt? Haben Sie an einer Tankstelle gehalten? Nein. Das ist schade. Sehr schade. Warum? Weil ich Ihnen kein einziges Wort glaube. Nie im Leben waren Sie auf dieser Schwarzfahrt. Aber ich schwöre, Herr Inspektor, ich schwöre Ihnen. Schwören Sie lieber nicht. Aber fragen Sie doch den Dengel, der wird Ihnen alles Wort für Wort bestätigen. Stimmt denn das? Es ist die heilige Wahrheit, Herr Oberamtmann. Ja, das hat Ihr Freund auch gesagt. Ich habe schlechte Nachrichten für Sie, Dengel. Ich muss Sie hier behalten. Soll das heißen, ich bin verhaftet? Allerdings. Und Kranzmüller? Ebenfalls. Und warum? Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie in Traunstein, Seebruck oder Rosenheim gewesen sind. Ich glaube überhaupt nicht, dass Sie eine Schwarzfahrt gemacht haben, ganz gleich wohin. Ich glaube, dass Sie und Ihr Freund sich die ganze Geschichte ausgedacht und alle Einzelheiten miteinander abgesprochen haben, als Alibi. Wozu denn ein Alibi? Weil Sie in der Zeit, in der Sie angeblich unterwegs waren, der Wohnung von Frau Tessner einen Besuch abgestattet haben. Und ist ja verrückt. Sie haben sich die Sache allerdings etwas einfacher vorgestellt. Frau Tessner hatte ja erzählt, dass sie noch am gleichen Abend verreisen würde. Na, wie sollten wir denn in die Wohnung gekommen sein? Ich bin Sie nicht naiv, Dengel. Der Wohnungsschlüssel war an der gleichen Kette wie der Autoschlüssel und der steckte im Zündschloss. Na, davon weiß ich nichts. Und Werner und ich waren an dem Abend ausgegangen und nicht bei der Tessner. Das können Sie uns nicht unterschieben, niemals. Markus Renn aus der Haft entlassen, Tankstellenbad und sein Freund schwer belastet. Schlechte Nachrichten, Herr Kuhlmann. Was gibt's? Ein Fernschreiben aus Traunstein. Der Wagen der Tessner ist Dienstagnacht dort gesehen worden. Erzählen Sie keine Märchen, Imhoff. Hier steht's schwarz auf weiß. Das ist bitter. Verdammt bitter. Ein ziemlicher Schlag ins Kontor. Ich kann es einfach nicht glauben, dass die beiden Burschen mit der Angelegenheit nichts zu tun haben. Das wird's doch bedeuten, wenn die Nachricht stimmt. Ich war meiner Sache so sicher. Rufen Sie Traunstein an. Vielleicht liegt ein Irrtum vor. Gemünden, Kleinlangenheim, Memmingen, Weißenberg. Wenn Sie bei Tee sind, wird's dunkel. Ich hab schon Traunstein. Die Vorwählnummer von Traunstein ist 0861. Lassen Sie, das kann man nicht am Telefon erledigen. Wir fahren hin. Na, da kam der Wagen. Aus dieser Richtung. Na, und das Schild? Das ist so angebracht, dass es ein Blinder sehen kann. Aber nein, er biegt zäh und ruhig ein, als ob es für ihn keine Einbahnstraße gäbe. Das habe ich natürlich abgeschrieben. Wie viel Uhr war das? Moment. Das war um 23.40 Uhr. 10:30. Ja. MMA 870. Das war die Nummer. Darin gibt es nichts zu rütteln. Das ist die Nummer des tessnerschen Wagens. Wollen Sie erkennen, was für ein Wagen das war? Ein weißer, offener Luxuswagen. Ich habe so selten mal ein paar Tage frei. Ich habe mich so auf unsere kleine Reise gefreut. Kannst du es nicht doch anrichten? Ich muss offen gestehen, dass ich im Moment wirklich keine große Lust dazu habe. Na, wenn du keine Lust hast, dann darfst du dich natürlich nicht zwingen. Ich bin müde. Du solltest jetzt wirklich nach Hause gehen.
Wagen, oder? Wird ein schicker Wagen. Und die Frau ist vielleicht nichts? Ah, ist auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht, das ist die Tesna. Angelika Tesna? Guten Abend, Frau Tesna. Guten Abend. Volltanken? Nein, nein, heute nicht. Der Wagen bleibt hier. Was wird gemacht? Abschmieren, waschen, Ölwechsel, sprühen und so weiter. Das Übliche. Und wann brauchen Sie ihn wieder? Ich fahre heute noch für 2 Tage weg. Donnerstag bin ich wieder zurück. Es hat also keine Eile. Gut. Sagen Sie dem Chef, dass ich den Wagen Freitag früh brauche. Gegen 9 Uhr hole ich ihn ab. Ist in Ordnung, Frau Tesna. Ich habe Sie übrigens neulich Abend gesehen. Nanu, wo denn? Im Fernsehen. Ach so. Hat's Ihnen gefallen? Ja, fantastisch, ganz fantastisch. Das freut mich. Ach, übrigens, Frau Tesna, darf ich Ihnen noch schnell die Rechnung vom letzten Monat geben? Aber selbstverständlich. So, hier haben wir Sie schon. Bitte sehr. Danke. Sie können sich darauf verlassen, dass alles pünktlich erledigt wird. Vielen Dank und gute Nacht. Darf ich Sie nicht schnell nach Hause fahren? Nein, danke. Ich bin froh, wenn ich ein bisschen Bewegung habe. Gute Nacht. Gute Reise.